Aurateur. Hm? Dein Name ähnelt Aurateur. Ach so, okay, sagt mir nichts, kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass es mehrere Leute auf Twitch gibt, die mit Aura anfangen. Ich weiß auch, es gibt irgendwie so einen Aura-Clan oder so auf Twitch, aber zu denen gehöre ich nicht tatsächlich. Nee, tatsächlich nicht. Das war bei mir halt einfach so, es passt zu mir, weiß nicht. Die Anspielung ist von Lucario und von Gag-Arbor zusammen gewürfelt. Deswegen Aura-Gecko. Ich habe tatsächlich nichts mit den anderen Auroren zu tun. aber willkommen erstmal. Schön, dass du hier bist. Und ich mache jetzt hier mal weiter, nicht? Machen wir hier mal weiter. Ja, ja. Windiger Wolkenausflug. Auf jeden Fall. Noch ein paar Hüpfer-Piranha als Wachen. Perfekt. Oh nein, bitte nicht. Wer hat Zeit, um diesen Level auszuprobieren? Nicht vergessen, diesen Wirbelwing. Okay. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Na echt! Hätte ich nicht gedacht, dass Aurateur ein Streamer ist. Habe ich mir schon gedacht, Klinge. Danke. Das habe ich mir schon gedacht. Weil wegen, er schreibt, er ähnelt Aurateur und so, da dachte ich mir schon, ja, ist ein Streamer, wird schon Streamer sein. Ich war. Da dachte ich mir. Aber wie gesagt, ich habe mit dem nichts am Hut. Oder halt eben den anderen Auroren, wie auch immer. Ich weiß, dass es halt so einen Aura-Clan irgendwie gibt. Ich weiß nicht, irgendwas. Aber wie gesagt, habe ich nichts am Hut mit. Danke. Das Aura-Gecko ist aber bekannter. Sicher? Echt jetzt? Glaube ich nicht. Vor allem dieser komische Aura-Clan ist definitiv bekannter als ich, lol. Oh wow, scheiße. Aber ist auch egal, hey, wie was Bekanntheit. Ist egal. Ich komme da nicht hoch, Mann. Ja, frage ich doch einfach mal so. Wie nutzt ihr eure Switch am meisten, wenn ihr eine Switch habt? Nutzt ihr sie größtenteils unterwegs oder größtenteils im Docked-Mode? Das ist schon mal eine interessante Frage, zum Beispiel. Würde mich mal interessieren hier. Ja, und was sagt ihr zu Light? Habt ihr Interesse an der Light? Oder nicht? Oder findet ihr die unnötig? Diskutiert ja echt gerne mit. Ich würde echt gerne wissen. Also, echt, das ist ein echt spannendes Thema gerade, finde ich. Würde mich echt interessieren. Alul. Dieses Dudelmusik-Gedudel wieder. Meine Herren. Ey, ist hier schon das Ende? Ja, ja, lass mich auf. Ja, egal. Schön. Ich zu meinem Teil muss sagen, ich nutze sie schon größtenteils docked, ja, aber halt auch gerne im Handheld. Ich kann jetzt keine Prozentanzahl sagen, aber größtenteils ist schon docked. Aber ich chill auch mit ihr gerne auf dem Sofa oder im Bett oder halt tatsächlich auch mal unterwegs draußen, einfach mal so draußen chillen mit der Switch, mache ich auch mal gerne. Also so ist nicht, ich nehme sie gerne mit. Das auf jeden Fall. Sie ist nicht immer ein Dock. Ja. Aber ja. Ich persönlich. Ich weiß nicht. Also ich nehme sie gerne mit im Dock. Aber ich finde sie eben wie schon vorhin erwähnt, ein klein bisschen zu unhandlich. Sie könnte auch ein bisschen mehr Grip haben. Sie ist zu flach. Sie könnte irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas noch haben, dass sie grifffester ist. Wäre schon ganz nice. Donut wird essen. Mein neuer Bau ist perfekt geworden. So viele Donutblöcke. Nur ist es wohl etwas schwer, mich zu besuchen. Könnte mal jemand ausprobieren, durch die ganzen Donutblöcke bis ganz nach unten zu kommen? Fieser Maulwurf. Alles klar, machen wir doch easy peasy. Let's go. Uff. Wie viel? 2000, gell? Münzen braucht der letzte Abschnitt fürs Schloss, glaube ich. Das haben wir ja gleich, oder? Gucken wir mal. Die Donutblöcke. Gucken wir mal, dass wir runterkommen, nicht? 200 Sekunden haben wir Zeit. Schauen wir mal. Ja, im Dock, aber ich nehme sie mit zur Arbeit für die Pause und auch wenn ich verreise. Für mich einfach geil. Gegen Langeweile? Ja, na, auf jeden Fall. Das ist halt wirklich geil, das Konzept der Switch einfach. Dieses Hybrid-Konzept ist sowieso saugeil.
davon mal komplett ab. Das ist halt echt geil. Feier ich schon hart. Wow, was ein Level. Boah, das geht mir eigentlich irgendwie ziemlich auf den Sack. Ist zwar eine süße Idee so, aber ist ja voll doof. Ich weiß nicht. Würde ich das online finden, das wäre mir, ich weiß nicht, das wäre mir irgendwie zu dumm. Da muss man so ewig warten, das ist so, oh. Die Idee ist echt witzig, aber ich weiß nicht. Ja, ja, jetzt kommen die Maulwürfe daher. Genau. Und dann würde ich das skippen. Oh Gott, das war ein bisschen knapp. Boah. Ah ja, genau. Okay. So. Oh, Alter. Oh, das ist ja mega nervig. Ja, jetzt sind nur noch 100 Sekunden Zeit. Lol. Was? Wo kam er hier? Boah, Trial and Error, die Kacke. Jetzt ist hier wieder. Jetzt kommt hier irgendein Viech raus. Boah, ich mag das Level nicht. sorry. Ich hoffe, hier ist Schluss. So, jetzt habe ich König Gurke. Jetzt habe ich König Gurke dein Gecko-Level allein gelöst. Ist und bleibt klasse. Oh, schön, er freut mich. Danke fürs Spielen. Das freut mich auch schön. Schöne Sache. Gut, haben wir gelöst. Oh, Nudel. Immer noch nicht 2000. Ja. War jetzt. Ja, wie gesagt. Hat mir jetzt nicht so gefallen, das Level, ne? Die stachelige Gefahr. Alles klar. Stachelfische warten nur darauf, dich mit Haut und Haar zu verschlingen. Faszinierend, oder? Deshalb habe ich ganz viele davon in mein Level gesteckt. Wenn hier jemand ins Ziel kommt, gibt es eine saftige Belohnung. Ja, moin. Münzen halt, nicht? Das ist halt, ja, gucken wir jetzt mal vorbei hier. Ja. Hm. Was schwer, Eisi? Hattest du irgendwo Probleme? Oh, hier, die Musik ist geil. In dem Level. Ist das richtig nice. Hm. Ich glaube, Mario Maker, wir kommen doch heute nicht durch. Ich glaube nicht. Hab zwar überlegt, 100% Run zu machen, aber hab ich ja eigentlich nicht die Lust. Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Noch habe ich Bock und so. Aber wenn Schloss fertig ist, dann ist halt fertig. Alles andere was ich dann nochmal als Bonus. Da kann ich hoch. Warum kann ich da hoch? Für was habe ich jetzt den Schlüssel? Jetzt heißt es gleich, ich muss zurück, weil mir fehlt was. Hä? 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 Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, okay. So, jetzt aber, oder? Jetzt haben wir hier was, oder? Da bleibt wohl nur noch das Buntglas. Endspurt, Jungs! Ja, geil. Auf geht's. Jawohl. Das letzte vom tollen Schloss. Wie lange braucht das? Ah, okay, ein bisschen. Ja, gut. Dann auf jeden Fall. Die Bauarbeiten am Buntglas haben begonnen. Los, es warten sicher Aufträge. Ja, das tun sie. Sieht so witzig aus, wie die bauen. Und 8 neue Aufträge. Oh, jetzt ist er aber auf 100, oder? Auf 90. Okay. 90. Gut. Boah, oh, ich weiß nicht. Ui, die sind aber, da sind aber auch schwere dabei, ne? Oh, ich weiß nicht, ob ich alle machen will. Ich weiß es nicht. Ich
wirklich alle im Stream machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das Schloss muss auf jeden Fall fertig werden. Und ich denke, die Nebenaufgaben mache ich noch. Ja. Weiß nicht. Bisschen mache ich noch weiter. So, die vorherige einen Ausschau ist jetzt das nächste auf jeden Fall. Also bis Level 70 mache ich auf jeden Fall noch. Genau. Okay, los geht's. Es ist Zeit, dass unser Kandidat uns zeigt, was er kann. Wird er in der Feuer-Clown-Kutsche lange genug Y gedrückt halten, um die einen Ausschalter rechtzeitig umzuschalten? Die Antwort erfahren Sie gleich nach der Werbung. Ansagestimme. Okay. Los geht's, nicht wahr? Die feurige Ein-Ausschau. Bam, badam. Man sieht nicht, wer bei meinem Topf hat. Wo hattest du denn die größten Probleme in meinem Level? Achso, Y. Alul, warum ist hier Regenbogen und ich komme jetzt hier nicht und tschüss. Ich habe auch gerade erst die Beschreibung gelesen und habe nicht geblickt, was ich tun muss. Mein Gott, bin ich wieder schlau. Ja, moin, ey. Der Wahnsinn. Ich hab's drauf. Der Wahnsinn. Oh wow. Gott. Jetzt. Aber das ist ein schönes Level. Auch eine echt nice Scheiße. Idee. Hallo. Ach komm. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Erzähl mir nichts. Ja, Luigi, halt die Fresse. Erzähl mir gar nichts. Ach. Quark. So ein Blödsinn. Das zähl ich. Ne. Ne. Ja, ein bisschen aufpassen sollten. Oh lol, Alter. Geh weg. Nee, das machen wir nicht auf. Da wurde ich einfach zurückgebumst. Wie soll denn das überhaupt... Ah, ich verstehe. Hallo? Ja! Jetzt kannst du mich mal. Jetzt ist aber vorbei. Das ist echt eine coole Idee. Das Level gefällt mir. Lol. Ach komm, ey, komm. Boah, ist das halt scheiße. Okay, da gehe ich doch oben lang und mache alle platt. Das ist ja... Nur noch ein Leben, egal. Das ist ja der Hammer. Wow. Ja, moin. Ja, ne? Echt Hammer Sache hier. Mensch, Mensch. Guten Abend zusammen. Kaisune, hallöchen. Guten Abend. Schön, dass du hier bist, wo? Meine Herren. Willkommen zu Mario Maker 2 im Abenteuermodus. Ja, ich geh jetzt oben rum. Ey, ganz ehrlich. Euch bumse ich aber weg, du. Ich sag's euch, jawohl, weg mit euch. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Aber hier lang. Achso, kann ich hier noch ein paar Münzen snacken? Dann kann ich einfach durch. Lol. Was willst du denn jetzt? Boah, wie nervig.
Schmups. Was mache ich da? Hey, wie witzig, wie da so ein Pilz drin ist, ne? Das ist sehr witzig. Wird das Level gerade schneller? Cool, man kann also... Ach, das ist ja geil. Man kann also irgendwann verschnellern. Ha. Das ist auf jeden Fall schön. Schöne Sache hier. Na, Kaisone, wie geht's dir? Bowser, was machst du denn hier? Aha, ja. Oh, lol! Was ist denn das? Was kannst du denn da? Was machst du denn da? Bitte unterlassen Sie jenes. Oh Gott, fuck! Um Haaresbreite! Das ist der Wahnsinn. Ich hab's geschafft. Super geil. Ja, nett.